Guten Abend, liebe Zuschauer. Mitten auf dem Regensburger Neupfarrplatz geht es heute schauerlich zu. Es ist die Thomasnacht, eine der längsten und schlimmsten Rauhnächte vor Weihnachten. Und hier ist das Regensburger Dornachsindl unterwegs, um die Zuschauer ein bisschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Gruselige Gestalten mit schaurigen Masken waren in der gesamten Altstadt unterwegs. Die Tradition am Tag der Wintersonnenwende. Das ist auch der Tag des heiligen Thomas. Der Märtyrer wird als Dammer mit dem Hammer bezeichnet. Nach altem Volksbrauchtum haben die Hexen und Perchten die Geister ausgetrieben. Woher der Brauch kommt, ist allerdings nicht belegt. Es gibt mehrfach Ableitungen zu dem ganzen Rauh. Man meint Rauh von der rauen Zeit, von der kargen Zeit, ist eine Möglichkeit. Das zweite, die sogenannten Rauchwaren oder auch Fellwaren genannt, das, was ich da Fuchsbeug bei mir auf der Schulter trage. Oder entsprechend das dritte natürlich, den Brauch des Ausräucherns, den werden die meisten Zuschauer natürlich kennen am Heilig Dreikönigstag. Also es ist auf jeden Fall eine besondere Zeit. Ihr seid heute hier am Regensburger Domplatz unterwegs. Was wollt ihr den Zuschauern da heute bieten? Wir wollen den Zuschauern, viele Leute sagen, ein bisschen einen Gruselfaktor bieten. Wir wollen die Leute eigentlich wieder aufs alte Kulturgut zurückbringen, aufs alte Kulturgut besinnen. Da habe ich nämlich jetzt einen mit dabei. Jetzt kommt er. Das ist er, oder? Das ist er, der Dahmer. Der Hammer ist auch dabei. Sag mal her, den schönen Regen kommt. Jawohl. Vor laufender Kamera. Hört man da was, wenn ich mit dir rede? Der Dammer mit dem Hammer! Es ist schon! Auf Tradition ist gestern auch Moderne getroffen. Die Passanten haben das Treiben rund um Dom, Neupfarr und Heidplatz verfolgt und natürlich viele Fotos geschossen. Ich bin die Trud, die Drucker Trud. Die schlechte Gewissen. Ist das so greislich? Ich bin ein Strutscherl. Ich bin die Hexe, eigentlich speziell für Kinder, durch Geschenke austragen, hab keine Masken drauf, dass man die Kinder einfach erklären kann. Schaut sie euch an, die schauen genauso aus wie ich, hab bloß eine schierke Nase und die sitze in ein paar Stunden wieder runter. Wir haben keine Angst. Und du? Ich hab nur vor manchen Angst. Kein Wunder bei diesen wilden Gestalten. Was tust denn du da? Ja, wo wären Sie da? Wäscheaufhänger? Wäscheaufhänger in die Rauhnächte? Ja, Frau! Ja, die Bremsspuren von meiner Unterkunft lassen. Ja, die Bremsspuren helfen da jetzt nichts mehr. Weil was meinst du, wenn die wilde Jagd kommt in die Rauhnächte? Ja, freilich, die wilde Jagd. Ja, was ist denn die wilde Jagd? Ja, die verfangen sie in den Wäscheleinen, das ganze Ungute. Die verfangen sie in meiner Gurtfahrt? Ja, und die das Zeug... Ja, das zückt jetzt dann alles mit, da wirst du schauen. Ja, schau noch gleich, dass du weiterkommst. Aber ganz schnell. Und vor allem, zapp deine Wäscheleine da, gell?